Moin Leute, willkommen zur ersten Folge von der streunenden Katze. Das Spiel gefällt mir richtig gut, Leute. Das war auch Bombe, das Spiel. Ich habe angefangen, die Videos wollte ich gerade schneiden und so ein Zeug. Da habe ich festgestellt, ich habe irgendwie, ich weiß nicht genau, was ich da getan habe. Mir war ich ein bisschen dumm. Ich habe in den ersten zwei Folgen oder drei, weiß ich gerade nicht, mit dem Sound verkackt. Und dementsprechend mache ich daraus einfach eine Riesenfolge, wo das Sound verkackt ist. Aber man versteht mich halt, nur das Spiel ist halt zu leise. Man versteht da so ganz, ganz leise den Sound. Irgendwie war er komplett gemutet bei OBS. Ich weiß nicht, was da los war. Auf jeden Fall da, wo es verkackt ist, das ist alles in dieser Folge. Und dann, wenn die nächste Folge kommt, geht es dann normal weiter. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, ne, viel Spaß. Hallöchen und willkommen zur ersten Folge. Wartet mal, ich muss das mal eben hier ein bisschen anpassen. So. Hallöchen und willkommen zur ersten Folge. Stray, also Streuner, glaube ich, heißt das. Wir spielen eine Katze. Das ist alles, was ich weiß über das Spiel. Starten. Neues Spiel. Spiel starten. Let's go. Ich habe das Spiel bei Steam gesehen und dachte mir so, das sieht schon vielversprechend aus. Oh, ich höre Schnurren. Gucken wir uns das Spiel mal an. So, ich bin eine Katze. Oh, die sieht aber auch schick aus. Ja, die sieht cool aus. Okay, kann ich hier Kuh? Oh, Let's Fight. Das Spiel. Wie süß das Spiel aber auch ist. Junge. Mega. Jetzt zu dir. Ich hab dich lieb, Katze. Ganz doll lieb. So, haben wir hier noch irgendwas? Ach, okay. Ich kann auch ein bisschen rennen. Gut, dann kann ich mich jetzt hier zulegen. Alles klar. Wir sind aufgewacht. Aber sieht schon cool aus. Das sieht echt niedlich aus. Also wirklich, das sieht echt nice aus. Inhaber der Mauer. Okay, ich kann das alles lesen.
Miau! 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 Miau, miau! Kann ich ihn auch springen oder so? Okay. Kann ich nichts machen. Was haben wir hier? Ach, mit Leertaste kann ich dann immer so sagen, dahin. Okay. Ach, der steht ja auch. Der steht auch zu mir ran, um zu zeigen, dass sie mich mag. Guck mal. Wie cool ist das denn? Oh, das ist aber auch eine coole Katze. Na los. Oh. Ich kann miezen. Geile Sache. Okay. Wo sind wir hier eigentlich? Eine verlassene Fabrik oder sowas? Ich will auch krass. Ah. Alles klar, ich muss so abwechselnd machen. So, Krallen sind schön geschärft. Ja, komm noch mal. So, okay. Den Baum haben wir genug gefoltert. Das ist aber schon putzig. Mit den Katzen so. Weiter geht's. Da kann ich auch ein bisschen was trinken. Schade, dass er nicht wirklich beisteht, was dann, mit was man interagiert. Bisschen schade. Aber naja, naja. Bisher ist das Ganze ja simpel. Oh, yo! Oh, meine Kopfhörer machen Terror. Please charge. So, wir sind zurück. Ich hab die Seite gewechselt. Ich bin jetzt hier oben. So, auf geht's. Miau. Okay. Aber ist auch, ich stelle mir das Leben als Katze eigentlich ziemlich auch abenteuerlich vor. Wenn ich mir das so anschaue. Man muss überlegen, man ist so übertrieben. Halte. Okay. Kapisch. Aber das Leben als Katze wirkt schon sehr abenteuerlich. Ich weiß, ich muss dahin. Aber ich kann auch hier hin. Gibt es denn hier so auch versteckte Secrets oder so? Ah, okay. Ich hätte auch hier rüber gekonnt, oder wie? Ah, okay. Es gibt ganz einfach mehrere Wege, wo ich lang gehen kann. Kapisch? Na los, Katzenarmee. Oh, die gehen unten drunter durch.
C. Alles klar. Ist ja fast, als würden wir hier einen Dialog führen. So, das haben wir gesehen. C drücken. Okay. Okay, das ist der Teil, wovor ich Angst habe, eine Katze zu sein. Klar, Katzen können Sachen unglaublich gut einschätzen. Oh Gott. Oh nein! Oh nein! Haben wir eigentlich einen Namen? Oh nein, haben wir einen Namen überhaupt? Na, das Katze ist natürlich dumm, ne? Keiner interessiert sich, ob du bist oder nicht, ne? Oh je, ich humpel noch. Wir sind anscheinend aber auch in so einer Art Kanalisation. Okay, Mietz. Kann ich miezen? Ja. Miezen kann ich noch. Also, wenn ich huste, tut's mir leid, ich bin ein bisschen krank noch. So viel Müll. Totenstadt. Okay, Totenstadt, was? Was hat das alles zu bedeuten? Hallo? Lo, ich unterhalte mich mit der Kamera. Wie cool ist das denn? Ich und mein Freund, die Kamera. Wir sind die besten Freunde. Naja, nettes Gespräch haben wir geführt. Na ja, gut. Ich
Steht alles auf jeden Fall in irgendeiner Sprache, die ich nicht wirklich definieren kann. Was sind die für Viecher? Oh lol. Das ist ein Roboter hier. Okay. Nein, hoch. Hier sind auf jeden Fall so Roboter. Help. Okay, ich helfe dir. Wer auch immer mich da ruft. Ich kann da nach oben oder hier weiter. Wer kann ich ob hier weiter? Nee, nicht wirklich. Ach nee, ich kann hier auch nochmal zurück. Na gut. Follow me. Ja, ist ja gut. Okay, ich kann noch was in den Mund nehmen. Da frage ich mich nur, was das bringen soll. Naja, ich nehme mal sowas mit. Vielleicht kann man es ja gebrauchen. Jawohl. Das Rätsel sei gelöst. Typisch Katze. Erstmal alles runterschmeißen. Okay, hier kann ich nirgendwo wirklich hin. Ich geh auch mal hier runter. Ja, ne? Das schmeiß ich halt auch runter. Weil ich es kann. Okay. Wo sind wir denn hier jetzt? Randale! Das scheint wie so ein Jugendzimmer zu sein. Wie auch immer. Erstmal Krallen schärfen. Das ist für Katzen gesund und wichtig. Relevant. So. Trinken gibt's ja auch. Sehr schön. Das haben wir auch. Ah,
Ah, er duckt automatisch. Ich brauche gar nichts drücken. Alles klar. Das ist doch alles für eine Katze aufgebaut hier, der Weg hierher. Wo ist das Ding hin verschwunden? Oh je. Hallo? Okay. Wo sind eigentlich die Menschen? Ich sehe nur Roboter bisher. Und es heißt Totenstadt. Was sind da für Dinger? Oh je. Hä? Was sind da für Dinger? Wollen die mich töten? Die wollen mich töten. Holy shit! Sind die Viecher eklig. Alter. Okay, ich muss die irgendwie dodgen. Nein! PC, mach nicht so Unsinn. Nein, macht nicht. Oh je! Piss dich! Hey, ich bin hier vorhin losgeworden. Alter. Alter, was ist das voll grausam. Stell dir vor, die sind die Menschen auch so angefallen. Und hätten sie einfach gefressen bis auf die Knochen. Also mit den Knochen. Komplett gefressen. Alter, grausam. Totenstadt. Naja, gut. Mietz, 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 mietz. Miau. Ach du Scheiße.
Oh Gott, ich hab so keine Ahnung, wohin. Oh Gott, renn! Mietz! Okay. Also es gibt, die sind ja in einer Welt, wo kleine Krabbelfische uns töten wollen. Alles klar. Vor allem, es gibt einfach keine lebenden Menschen mehr hier. Oh. Ich glaube, ich mache irgendwie Strom mit meinem Miezen. Also, ich muss... Da ist wahrscheinlich wie hoch. Oh! Okay. Okay, ich bin das cool, was ich mit den Kameras so unterhalten kann. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es nicht meine Feinde sind. Oh, Mietz. Oh Gott. Das war jetzt gerade eine komische Kameraführung. Never mind. Kann ich nicht darüber? Das Brett kann ich irgendwie umschmeißen. Aha! Nein! Nicht runter! Ach Gott! Mietz, Mietz! Hoch da! Okay, let's go! Miau!
Also mit unserem Miau machen wir auf jeden Fall Strom oder irgendwie sowas. Sieht zumindest so aus. Irgendwie eine Art von Energiequelle. Wirkt zumindest so. Ich würde das Spiel es andeuten wollen. Die Kamera ist auf jeden Fall mein bester Freund. Okay, da müssen wir wieder irgendwas reinschmeißen. Oder wir nehmen einfach wir ziehen den Stecker. Zehnten Stecker ziehen geht natürlich auch. Die Wohnung. Oh, noch ein bisschen Krallen scharf machen. Lol. Hä? Okay, hier ist ja irgendeine Art Räumlichkeit. Okay, ich kann euch nehmen. Ha, was bringt mir das da oben? Ah, ich muss die hier reinmachen. Alles klar. Ich habe verstanden. Ups. Oh, Teil Nummer 3. Okay, ist an. Noch ein Geheimgang. Hui.
Weit bringt mir das Auge? Da ist er. Okay. Oh Gott! Was bist du? Okay. B12 nenne ich dich einfach mal. Also B12 oder B1,5? Okay. Ja, kann ich die B12 nennen? Hätte ich die auch genannt. Okay, lass uns von hier verschwinden. Okay. Ist ungewohnt. Ah, da ist mein Inventar. Okay. Mein Robo-Freund. Und ich würde sagen, hier können wir mal einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut dann rein. Adios. Das war die erste Folge. Wir geben uns das Spiel. Das Spiel ist ganz cool. Aber mal gucken, was in der Totenstadt passiert ist. Ich habe noch keine Ahnung. Warum sind die keine Menschen? Und all diese Fragen klären wir auf der nächsten Folge. Hauen Sie rein. Adios. Ciao. Hallöchen und willkommen zur zweiten Folge vom Katzenabenteuer. Drücke 2, um die Taschenlampe zu benutzen. Ui. Was macht 1? Ach, mit der 1 kann ich damit reden. 2 Lampe. 3 habe ich noch nicht. Alles klar. Drei, sieben, vier, acht. Okay.
Okay. Gott, was auch mal hier passiert ist. Alter. Also hier leben auf jeden Fall keine Menschen mehr. Das ist wie die Menschheit nach einem Alien-Angriff oder so. Eine Postkarte, alles klar. Ah, okay, wir müssen seine Erinnerungen wieder auffreshen. Das heißt, jetzt auf jeden Fall genau alles zu untersuchen, weil überall könnte eine Erinnerung vor dem Ding liegen. Okay. Sicherheitszone. Alles klar. Da ist einer. Das sind eklige Dinger. Die Slums. Hä? Was ist los mit denen? Okay. Was ist mit dir? Willst du mein Freund sein? Ich will mich umgucken. Ja, okay. Ich habe alles verstanden. Ja, wieso haben die Angst?
Okay, er hat 3% seiner Erinnerung. Okay. Johann. Unsere Vorfahren? Okay. Sind das hier, sind die Roboter die Nachmenschen? Oder wie? Okay, gucken wir uns erstmal hier um. Was bist du? Kann ich da rein? Ja, aber ich kann da reingucken. Oh, der ist aber sauer. Guckt euch das an, das Gesicht. Der guckt böse. Kann ich am Gesicht die Zufriedenheit der Leute erkennen? Ah, hier geht's wahrscheinlich aufs Haus raus. Rauf, wo ich hin muss. Ich will mal kurz runter nochmal. Das kann ich bestimmt auch noch übersetzen lassen hier. Merken. Rest in peace, humans. Okay, auch ein Teil der Erinnerung. Ach, von hier sind wir gekommen. Okay. Hoch. Warum macht er so ein lautes Geräusch? Omas Kleidung. Hm.
Okay, kann ich auch klettern. Nicht hochscrollen, bitte. Oh. Nochmal. Sklave zu sein. Oh, das schläft. Ist auch ein Bild. Ups. Nein, wollte ich nicht. Will er das Bild nicht mitnehmen hier? Was habe ich denn noch? Energy Drink Speed. Notenblatt 3 von 8. Na gut, also anscheinend gibt es hier so verschiedene Gegenstände auch zu sammeln. Der braucht Notenblätter bestimmt. Ich will das Radio machen. Oder auch nicht. Das übersetzt er mir nicht, ne? Na komm, red mal mit ihm. Okay. Der Tauschhändler.
Dort oben ist das Ziel auf jeden Fall, wo ich hin muss. Bist du ein Tauschhändler? Oh, wie niedlich. Kurz hier setzen, chillen, schnurren. Naja. Na los, Mützchen. Aufstehen. Also zog sie wahrscheinlich diese kleinen Viecher, die mich auch versucht haben zu töten. Es sieht so aus wie eine binäre Sprache, eine Abfolge von Nullen und Einsen. Ein vierstelliger Code folgt den Zahlen. Hier sind überall Zahlen. Na, was haben wir hier oben? Okay, wo geht's hier hin? Ach, hier geht's nach oben. Kann ich nicht hier rüber springen? Ja doch. Mito! Okay, mit ihnen kann ich jetzt nichts machen, wirklich. Nein, nicht hier hoch, ich will da runter.
Okay, wir haben ja die Tür aufbekommen. Da können wir gleich reingucken. Was haben wir denn noch hier auf den Dächern? Also da oben ist mal hin. Ja, das ist... Ja. Na, was ist mit dir? Ja, wer auch mal der Tauschhändler ist. Hier komme ich runter. Alter, gibt es so viel zu sehen. Von da hinten ist einfach noch mehr. Von hier könnte einfach gefühlt an jeder Ecke aber versteckt sein. Aber wenn ich tatsächlich fick, ist mir klar, wo ich hin muss. Was ist denn hier jetzt? Alter, viel zu groß ist das alles. Okay.
1, 2, 8, 3. Alter, ich habe hier so viel. Das darf ich nicht vergessen. Das ist ja Wahnsinn. Hier sind so viele Informationen einfach überall. Da geht man ja kaputt dran. Ich muss das aufschreiben. Vielleicht geht der Code ja, ja? Mitarbeiter des Monats, September 2027. Hui. Teddy? Hier wart ihr. Du. Okay. Oh Gott. Mach das weg. Probier mal den Code aus. 1, 2, 8, 3. Du. Na gut. Perfekt. Jetzt will ich noch mal zum Technikfreak. Der war hier drin, ne? Genau, hier. Nee, er war nicht hier. Wo war der? Ja, sie müssen auf jeden Fall noch gute Laune machen. Ach, war man denn rangekratzt, wo die Tür aufging?
Wie kann ich mitnehmen? Okay, ich kann Ihnen nicht helfen. Okay. Hier gibt's auch nichts weiter bis auf den einen Gegenstand. Na, wer bist du denn? Wie komme ich eigentlich nach da ganz oben? Das ist meine Frage. Aha. Okay, was haben wir hier so? Dieses Bild scheint echt die Mode zu sein hier. Oh je, nee, war schon wieder so eine Tüte. Oh je, mach das weg, mach das weg. Back Home 2 und ein Bild von der Kuh.
Alles klar. Oh, jetzt noch ein Notenblatt, sehr schön. Können wir uns noch Musik abspielen lassen? Dann gehen wir mal dahin, ne? Noch ein Notenblatt. Okay, noch mehr Notizbücher finden. Kann man da bestimmt auch Dach da oben, oder? Weil wir haben da so ein Symbol. Und dort haben wir die Symbole auch zweimal. Dementsprechend eins da drin und eins hier wieder oben. Weil es würde passen mit diesem Symbol da. Hier ist auch nochmal das Symbol. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Was heißt dieser Pfeil? Weil ich habe das Gefühl, dass hier überall einfach was versteckt sein kann. Oh. Was zu merken.
Warum soll ich um Hilfe bitten? Ich weiß schon, was ich tue. Okay, wo kann ich dich hinsetzen? Also ich meine, das sind Roboter, die Menschen irgendwie mit übernommen haben. Okay. Noch mehr Notizbücher. Dann trinken wir erstmal noch ein bisschen was. Nimm meinen Sip. Na wunderbar. Hier können wir hoch. Hier gibt es noch mehr. Okay, hier scheint es jetzt nicht mehr zu geben. So, das Ding haben wir. Und das haben wir. Dann müssen wir jetzt nach da hinten. Hier ist noch mehr Energy. Ja, wenn ich den Typ finde, dann weiß ich ja, dass wir die Dinger haben. Okay, die scheinen aber auf Film irgendwie zu drehen. So, und hier ist der nächste. Noch ein Notenblatt. Katastrophe. Oh, das ist aber gemütlich, hier so zu liegen. Das ist putzig. Also die Menschen sind verschwunden. Diese Zorgs, so wie die nochmal hießen, sind jetzt da. Zorgs. Und ja.
die alle wollen zur Oberschicht und die Verhaltensmuster der Menschen wurden von den künstlichen Intelligenzen angenommen. Alles okay. Soweit komme ich mit in der Story. Was mich interessiert ist, was vorgefallen ist. Hey Doc, ich habe den Schlüssel zu einem Safe gefunden. Er muss echt... Du musst echt vorsichtiger sein. Hinterm Haufen Büchern ist ein Safe, okay? Ein Safe verbergt hinter einen Haufen Büchern. Entschuldigung. Aha. Da ist ein Notizbuch. Endlich das letzte Notizbuch. Erster Versuch war exklusiv, er wurde damit vielleicht unter realen Bedingungen testen. Oh. Hier gibt es eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Seedämpfer gefunden. Okay. Das sollten wir. So, aber bevor wir das tun, würde ich dann noch mal gerne... nochmal zu unserem Musiker gehen und noch die Notizdinger gehen, die wir gefunden haben. Aber es muss noch einige versteckt geben.
Okay, let's go. Ah, ich liebe es. Mal gucken, was wir noch finden. Okay, let's go. Ich freue mich. Meet. Nächste. Was stelle ich mir gerade echt grausam vor, wenn die Menschen wirklich so aussterben würden? Uiuiui. Was mich mal interessieren würde, hier ist doch dieses Schild. Der Tauschhändler eindeutig in die Richtung. Ach, hier scheint er zu sein. Der Marktplatz, okay. Ja, die drei Dosen hier haben wir. Den haben wir auch. Stromkabel. Den haben wir natürlich auch. Ja, sie haben noch mehr Energiedosen gehabt. Hä, wo sind die Energy-Dosen? Oma, okay. Aber wo sind denn, die ganzen Energy-Dinger hin?
Notiz, Notiz. Hä, wo sind die jetzt hin? Die lagen doch hier überall. Also drei Stück hatte ich auf jeden Fall gesammelt unterwegs. Kann mir keiner erzählen. Ah, okay. Hier ist gleich Oma. Ein Roboter, der friert also. Frierst du? Aber er braucht's nicht, okay. Ja, ist ja gut. Oh, die Energy-Dosen natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich... Was brauchst du? Aber ich habe doch hier oben diese Energy-Dosen noch genommen. Das weiß ich. Ja, sag mal, mehr ist ungerecht. Weil ich habe das gemacht. Alter, Mietz, Mietz, bitte. Wir brauchen einen Namen für unsere Katze, wirklich. Nehmen wir sie Akuma. Oder Yuki. Yuki? Ich weiß nicht, ob die männlich oder weiblich ist. Wir wissen ja gar nichts über die Kätzchen. Ich habe was im Hals gerade. Tut mir leid. Ups. Wir hatten ja hier. Hier unten, genau, da hatte ich auch eine Energy-Dose rausgeholt. Liegt die hier noch? Nee, benutzen kann ich dich aber auch nicht mehr. Ich muss drei Energy-Dosen haben. Ich habe drei Stück eingesammelt. Das weiß ich.
Och, kotzt mich jetzt nicht an, ey. Aber es kann doch nicht sein, dass ich jetzt das nicht hinbekomme, weil hier das Ding fehlt. Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich weiß, dass ich die gesammelt habe. Das ist so ungerecht. Und jetzt kann ich seine Musik nicht vollenden. Ach, come on. Ich meine, ich weiß, ich muss da oben zu meinem Freund die ganzen Dinger abgeben, aber das ist ärgerlich, weil ich diese drei Energy-Dinger, die hatte ich eingesammelt, die sind einfach weg. Okay, hier geht's nirgends hin. Passt schon. Och, Mann, ey. Mann, das ist einfach so mega ärgerlich. Och, seid bescheuert. Ich hatte dieses ganze Inventar gehabt. Ich könnte jetzt die ganze Zeit losjammern. Ist das ein Spielfehler, ein Bug oder habe ich die irgendwo hingeschmissen? Alter, ich könnte mich aufregen. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Aber es ist halt ärgerlich, wisst ihr? Weil wir hatten das alles. Und selbst wenn ich jetzt hier nochmal hingucke, weil hier war ja eins drin, ja? Ich kann es ja nicht nochmal benutzen. Oh, ich könnte mich einfach nur aufregen.
Alter, das ist ärgerlich. Da oben soll ich hin. Ja, da können wir ja gleich gerne. Ich komme nicht zurück. Okay. Aber dann machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Und wir ärgern uns in der nächsten Folge wieder. Wo auch immer die Energy-Dosen sind. Ciao. Hallöchen, Leute. Willkommen. Zu Let's Play Katzenabenteuer. Ich hab ja einen Ball. Frage mich warum. Egal, hallo und willkommen zur Folge Let's Play. Ich ärgere mich, weil das Energy-Dosen-Ding nicht geklappt hat. Ja. So, wir haben hier einen. Da war ein Ball. Okay, können wir ein bisschen was kaputt machen? Kann man mit dem Ball irgendwas machen? Der wird schon eine Begründung haben. Kann man den irgendwo einlochen? Ich sehe es gerade zumindest nicht, wo das sein könnte. Okay, ja, wir gehen rein. Ja, mach schön die Tür zu, ne? Damit ich hier drauf gehe. So. Okay, let's go. Aber da vorne, das ärgert mich wirklich mit diesen Energy. Das ärgert mich wirklich sehr. Ich komme darauf einfach nicht klar. Die Dächer. Kommen die auch hier hoch? Nee, ne? Das war ganz schön close.
Okay. So weit, so gut. Ach so. Da muss man aber auch erstmal wirklich sehen. So, geh dahin. Hey. Aber auch schon krass, dass kein Mensch mehr hier lebt, ne? Ach, diese komischen, ekligen Viecher. Alter, sind die Viecher einfach eklig. Bäh. Hä? Nein, 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 nein. Fuck. Jetzt habe ich nicht nachgedacht, dass die auch mich da anspringen. Oh, goddammit. Der Schmerz mit den Energy-Dosen sitzt aber halt echt tief. Ich hab nicht alle gefangen. Ah, ich muss es andersrum machen. Oh, ich hab's getötet.
Wollen wir die töten? Na, lass mal. Da oben muss ich hin. Da war auch schon krass, was passiert, wenn die Welt komplett zerstört ist. Aber alle Menschen tot? Irgendwie glaube ich daran nicht. Miau. Jum. Okay, da sind wir die Krabbler. Ach, da geht's weiter. Lol. Oh Gott. Fuck. Natürlich muss man jetzt sterben. Und diese Ekelviecher, die sind ja eklig. Ach Mann. Schnur, Schnur, Katze. Okay, ich habe das Fass. Damit komme ich hier hoch. Okay.
Okay. So weit, so gut. Das sind auf jeden Fall Herdenviecher. Okay, was haben wir jetzt hier? Na, zuerst erkunden. Meine Güte. Ein Areal mit viel Platz und Wänden. Okay, dann fangt an, mich zu jagen. I have to survive, ja. Was kommt her, ihr ekligen Viecher? Alter, wie aggressiv. Yo. Why so aggressive? Okay. Wollen wir mal nebenbei gucken, ob man hier irgendwo hin kann? Okay, hierüber kommt man zurück. Okay. Mich wundert, dass wir noch Strom haben generell in der Welt, wenn die Menschen ausgestorben sind. Ja, auch wenn ein paar überleben. Warum haben wir Strom? Okay.
Die Slums Teil 2. Ach so. Aber der Energy ist zufällig, weil es ja immer noch nicht da, oder? Nee. Boah, das ärgert mich ja schon. Dann hat es auf jeden Fall einen Wiederspielwert, wenn ich das Achievement noch machen will. Mein Weg nach oben. Das haben wir schon mitbekommen. Was ist der Plan? Und du putzt einfach immer noch. Hä?
Hä? Geheimlabor. Aha. Die Zeit wird es zeigen. Das soll das, wie das hier auf jeden Fall sein. Warte, ich gehe da gleich mit beschäftigen. Ist hier noch irgendwas, womit ich interagieren kann? Ah, nicht wirklich. Na gut. Was habe ich hier? Eine 16, eine 16, eine 16, eine 16. Soll ich einfach 1616 machen oder was? Nee. Ah, 2511. Ah. Ups. Nee, noch nicht. Fressen alle möglichen Materialien, können ja Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf grelles Licht. Okay. Vielleicht können wir. Okay. Okay, let's go. Weil die reden ja was von Papa und so dabei. Wissen die überhaupt, dass sie gar nicht mehr leben?
Okay, jetzt wo ich wieder draußen bin, muss ich mir echt wieder fragen. Ein Peilsender reparieren. Ja, ich weiß auch, wer helfen kann, vielleicht. Wo war der? Wo waren so. Wo wir hier an die Tür gekratzt haben? War er hier? Moment. Nee, war nicht hier.